Also wie gesagt, nochmal danke für die Einführung. Ich bin total begeistert von diesen Lunchtime-Lectures. Das ist eine total nette Idee, also unbedingt weiter so machen. Ich werde mir auch die Vorstellung von mir ersparen. Also danke für die nette Vorstellung. Kurze Summary nur. Also meine Schwerpunkte sind wirklich Games Research. Das heißt, ich beschäftige mich mit virtuellen Welten seit 2011, wo ich damals am MIT an meinem ersten virtuellen Welt für Physikstudenten gearbeitet habe, bin irgendwie draufgekommen, es gibt irrsinnig viel Potenzial für solche Welten. Und seitdem habe ich mich aber immer weiter Richtung Games entwickelt und sage, es gibt eigentlich sehr viel Potenzial in virtuellen Welten und in Games. Ich nenne das die Dreifaltigkeit von der Motivation, von Engagement. Und man sagt, okay, wir können Fun haben, um zu lernen zum Beispiel, das finden wir alles in Spielen. Wir können dieses Gefühl der Immersion haben, das kann man in virtuellen Realitäten finden. Immer wichtiger mit der Oculus erst und mit allen Virtual Reality Devices. Wir können aber auch Kollaboration finden oder Motivation durch Kollaboration in virtuellen Welten. Ich werde jeden von diesen drei Punkten ein bisschen genauer beleuchten, aber es wird alles nur eine Einführung sein. Fangen wir an mit Engagement durch Spiele. Das heißt, man kann schon sagen, dass die alten Griechen bereits wussten, dass man Leute motivieren kann, indem man ihnen vielleicht Punkte gibt oder zusätzliche Faktoren, dass man sie ein bisschen belustigen kann. Und es hat sich eigentlich ergeben, dass Spiele sehr viel Potenzial für sehr viele Anwendungsbereiche haben. Auch Digital Heritage, auch Digital Humanities, für alle Bereiche. Das ist, glaube ich, mein Lieblingskunstprojekt auf dieser Welt. Das sind die Gesichter aufgenommen von einem kanadischen Fotografen, während die Spieler, also alles Computerspieler, einen ganz bestimmten Endboss besiegt haben. Also dieses Gefühl, kurz bevor sie erwischen, das ist, glaube ich, das Epic Win Phase, wie wir es in der Wissenschaft benennen. Und das ist halt das, was ich an Spielen liebe, diese Animation, die wir erstellen können. Und Spiele sind nicht nur, wie wir es im Klischee-Gedankengang haben, junge Burschen, die vielleicht im Keller sitzen mit ihren Konsolen und spielen. Nein, inzwischen, es spielt jeder. Es spielt euer Großvater, es spielt euer Boss, es kann auch euer Professor Spieler sein. Und das sind Zahlen, die das Ganze belegen. Die ESA, das ist eine amerikanische Forschungsgesellschaft in Amerika, führt regelmäßig Studien durch in Nordamerika und 51% aller Haushalte besitzen bereits eine Konsole, die nur für Spiele gedacht ist. Der durchschnittliche Spieler ist eben kein Junge, der im Keller sitzt, sondern ein 35-jähriger Benutzer. Durchschnittsalter 35. 31 war es 2014, jetzt sind wir schon bei 35, das ist halt total spannend. Und nicht nur Männer spielen. Genauso die Quoten sind ca. 56% Männer, 44% Frauen. Wir spielen genauso gern, sage ich mal. Vielleicht sind die Genres unterschiedlich, aber wir sind genauso eine Zielgruppe. Das heißt, ich behaupte, Spiele sind großartig. Also das ist, glaube ich, kein Behauptung, das ist ein Fakt. Aber Spiele können extrem viel Potenzial aufweisen, dass wir lernen, andere Leute damit mit Elementen aus Spielen zu motivieren. Auch Stichwort Gamification etc. Wenn ich jetzt zum Beispiel Lernen vergleiche mit einem Spiel, wenn ich ein Spiel sehe, habe ich eine Quest, wenn ich eine Quest schaffe, brauche ich ein bestimmtes Skillset. Schaffe ich ihn, kriege ich Punkte und die Quests werden immer schwieriger und brauchen neue Skillsets. Ich kriege einen Punkt und so weiter und so weiter. Und am Schluss gibt es einen Endboss, den kann ich erst besiegen, wenn ich alle Skills gesammelt habe. Und dann habe ich das Spiel gewonnen oder Game Over. Das gleiche beim Kurs. Wenn ich Assignments habe, kriege ich Noten dafür. Für die neuen Assignments brauche ich ein neues Skillset. Das heißt, die werden immer schwieriger und schwieriger. Ich kriege Noten. Und am Schluss gibt es ein Endexamen, was mich fordert, all das Skillset, was ich gelernt habe, zu benutzen. Und dann schaffe ich entweder einen Kurs oder Game Over. Auch bei Spielen für die Entwicklung. Wenn man Assassin's Creed denkt, darf ich mal ins Publikum fragen, wer von euch kennt Assassin's Creed? Das ist ein Spiel, wo es darum geht, dass man in der alten Geschichte eigentlich Nachforschungen anstellt. So kann man es wirklich schön wissenschaftlich nachempfinden.
dass man wirklich wir sehen nachher ein paar Screenshots natürlich, dass man versucht, die alte Geschichte zu erforschen. Das wäre der wissenschaftliche Standort davon. Der Gamers-Standpunkt wäre, dass er einfach durch die Welt läuft und verschiedene Personen tötet. Das heißt, der Fun-Factor versus den Education-Factor. Um so ein Spiel zu erstellen, müssen wirklich hunderte Personen von verschiedenen Expertisen zusammentreffen, um das Spiel zu entwickeln. Das heißt, Leute mit geschichtlichen Faktenwissen, Leute mit diesen Creative Writing Skills, Leute aus dem Bereich Musik, Programming, einfach total interdisziplinär. Und jeder von diesen Personen steckt auch Expertenwissen dann in dieses Spiel. Das heißt, dieses Expertenwissen werde ich als Spieler spüren. War ein Historiker in dem Development-Prozess involviert, dann werde ich es als Spieler auch später spüren und von diesem Faktenwissen profitieren. Das wäre jetzt zum Beispiel Assassin's Creed, eines der bekanntesten Spieler, AAA-Game, was wirklich Millionen eingespielt hat. Und es wurde zum Beispiel Rom extrem detailliert nachgebildet. Das heißt, man kann als Spieler durch Rom laufen und sich verschiedene Orte, wie sie damals ausgeschaut haben, ähnlich irgendwie anschauen oder zumindest das Gefühl erleben, wie es damals war. Und man spielt halt diese kleine Spielfigur und kann das aus den verschiedenen Perspektiven erleben. Manchmal mit einem etwas zwinkernden Augen, zum Beispiel, dass man mit Leonardo da Vinci's Fluchgerät tatsächlich das sind dann eher die zwinkernden Momente dieser Spiele. Zu Virtual Heritage. Die Definition ist schon sehr in die Richtung, dass wir interaktive Technologien benötigen. Das heißt, mit irgendwas, mit dem ich interagieren kann. Das heißt, wir wollen Artefakte, Schauplätze oder Personen irgendwo nachbilden in einem Ort, wo jeder es von überall vielleicht benutzen kann, sich das anschauen kann und vielleicht eine Erfahrung, im besten Fall eine Educational Experience daraus ziehen kann. Wenn man den Faktor Immersive rein benutzt, ja, kann man diese Motivation zusätzlich erreichen. Dass man nicht nur das Gefühl hat, das benutzen und anschauen zu können, sondern das Ganze auch fühlen kann. Dass man das Ganze als Experience sieht quasi, wo ich mich in diese alte Welt hineingeben kann. Das wären zum Beispiel Beispiele aus dem Bereich Virtual Reality. Den Oculus ist momentan ein sehr stark Device, das sehr stark in die Richtung kommt. Viele Technologien und aktuelle Entwicklungen forcieren sehr stark zu solchen Virtual Reality Devices. Praktisch ist das eine Brille, wenn ich die aufsetze, bin ich in dieser virtuellen Welt, in dieser virtuellen Umgebung und sie bewegt sich zum Beispiel mit meinem Kopf mit. Das heißt, ich habe wirklich das Gefühl, ich bin dort drin. Das ist von Fraunhofer, das Deep Environment. Das heißt, das ist ein kleiner Raum, in dem ich dann wirklich aktiv reingehen kann. Ich habe das Gefühl, ich bin in dieser neuen, in diesem 3D-Objekt zum Beispiel und kann mich aber wirklich aktiv auch dazu bewegen. Und aktuelle Forschungsprojekte, also zum Beispiel, das wäre eine Art so ein Hamsterrad, kann man sich das vorstellen, wo ich dann die Brille aufhabe und ich laufe dann auf diesem Hamsterrad, dass ich auch in dieser virtuellen Realität laufen kann. Also sehr viele Entwicklungen gehen einfach auf Interaktion im virtuellen Raum. Das heißt, was heißt eigentlich Immersive Realities und 3D Visualizations? Welchen Nutzen kann ich daraus ziehen? Ich möchte jetzt ein paar Beispiele bringen aus dem Bereich, damit wir auch später vielleicht einen Diskussionsschwerpunkt haben in dem Bereich. Das Gute ist, ich kann einfach immer Sachen visualisieren, die entweder unmöglich sind, zum Beispiel hier wird das ein Picasso-Gemälde, das ich dann einfach betreten kann. Ich kann Emotionen erzeugen, Experiences erzeugen. Ich kann unsichtbare Dinge sichtbar machen. Ich kann gefährliche Experimente durchführen. Ich kann teure Experimente durchführen und alles in einem virtuellen Raum. Oder ich kann einfach angeben, wie cool mein 3D-Modell ist, zum Beispiel, was ich jetzt irgendwo gescannt habe in einem neurologischen Bereich. Und da wären wir schon bei ein paar Beispielen. Das heißt, das ist eben dieses Dave Environment von Fraunhofer Graz, das kann da jeder von euch besuchen. Jeden Donnerstag haben sie
Und da kann man wirklich dann reale Szenarien virtuell darstellen und quasi nachempfinden in einem 3D-Szenario. Also hier sieht man gleich, wenn man, sobald er die Brille abnimmt und der Kamera die Brille gibt, taucht man in diesen Raum ein. Das wäre jetzt eine alte sizilianische Villa. Und man kann sich jetzt wirklich real darin bewegen und herumschauen und hat wirklich das Gefühl, dort zu sein. Und man kann sehr viele Sachen dann untersuchen. Das waren Beispiele von Simulationen. Da wäre zum Beispiel, das waren alte Postkarten, die versucht wurden, im 3D-Raum nachzuempfinden, ob die Darstellung auf den Postkarten, das waren so kleine, zum Beispiel hier eine Sonnenuhr, ob die auch real durchführbar wären. Das heißt, in einer Game Engine kann man dann einfach diese 3D-Modelle einfügen, durch Simulation von der Sonne beispielsweise überprüfen, hat diese Sonnenuhr funktioniert. Das war die Darstellung von einem alten Projektor mit einer Kerze und einem Fenster. Auch überprüfen nach einem Rendering-Verfahren, kann das funktionieren oder kann das nicht funktionieren. Oder beispielsweise ein Museum, in dem ich einfach alte Monumente, die ich vorher eventuell eingescannt habe oder fotografiert habe, sammeln und dann einfach global, international darstellen kann. Wirklich im massiven und virtuellen Raum. Von einem Kollegen von der Curtin University gibt es auch sehr nette Beispiele. Das wäre zum Beispiel die Darstellung von Pompeji oder von einem alten ägyptischen Tempel. Auch alles begehbar und man kann dann wirklich auch auf Details eingehen und sich Details ansehen und Details untersuchen. Den Aspekt, den ich auch besonders wichtig finde, das waren also alles Erfahrungen, dass ich zum Beispiel alte Objekte neu visualisieren kann. Den Teil, den ich besonders spannend finde, ist auch die Darstellung von komplexen Konzepten oder Prozessen. Oder unsichtbare Dinge sichtbar zu machen. Konkrete Beispiele findet man dazu in eigentlich allen Bereichen, wo es einfach extrem sinnvoll ist, Visualisierungen anzubieten von Dingen, die sonst vielleicht zu komplex sind. Gerade in der Lehre oder auch im Verständnis und Simulationen. Ich werde auch auf solche Beispiele näher eingehen im Bereich virtuelle Welten. Virtuelle Welten sind ein bisschen anders, und zwar sind sie virtuelle Realitäten mit dem Faktor Mensch dabei. Das heißt, man kann zusätzlich, dass man sich diesen virtuellen Raum anschauen kann, mit jemandem, der sich diese virtuelle Welt gleichzeitig anschaut, reden. Das heißt, mehrere Benutzer können sich einloggen oder können diese Welt besuchen und man kann mit diesen Benutzern interagieren. Beispiele dafür aus dem Spielebereich wären zum Beispiel World of Warcraft, Guild Wars, wo man einfach verschiedene Leute trifft, mit denen man sich unterhalten kann und mit denen man besuchen kann, Quests zu lösen. Aber virtuelle Welt, die sehr auf soziale Interaktionen geht, ist Second Life zum Beispiel. Da geht es wirklich darum, dass man wie in einem Chatraum einfach Leute trifft und sich mit denen unterhalten kann und neue Kontakte knüpft. Wir verwenden diese virtuellen Welten hauptsächlich, um Lehrkonzepte durchzuführen. Das heißt, in dem Beispiel, das wäre zum Beispiel, um Sortieralgorithmen zu lernen, um verschiedene Konzepte der Informatik zum Beispiel sichtbar zu machen, bieten sich solche Visualisierungen relativ gut an. In dem Fall können Studenten sich einloggen, da einen Sortieralgorithmus eingeben und für sie ist es wesentlich leichter, dann zu sehen, wie sich diese Kugeln von selbst sortieren, um das Konzept zu verstehen, als nur auf diesen Source-Code zu blicken. Und man könnte dann auch zwei Studenten, die sich gleichzeitig eingeloggt haben, eine Art Competition machen und wer den besseren Sortieralgorithmus hat, der dann schneller funktioniert. Also es kann dann auch einen sehr spielerischen Charakter. Ein anderes Beispiel, wie kurz erwähnt, ist zum Beispiel Physiklernen am MIT. Am MIT haben sie diesen unglaublichen Luxus, dass sie ein extrem teures Studio anbieten können für ihre Studenten, bei dem Studenten einfach in kleinen Gruppen 3-4 Leute sitzen an einem Tisch und haben ein Desktop-Experiment vor sich aufgebaut. Das heißt, sie können dann wirklich mit teurem Material arbeiten, sich Experimente gemeinsam aufbauen und darüber diskutieren. Das ist der pädagogische Ansatz, dass sie das zusammen machen und darüber diskutieren. Und das kann man in solchen virtuellen Welten genauso machen. Das heißt, hier wäre es beispielsweise die Möglichkeit, über Faraday's Law zu lernen.
was halt in dem Fall eigentlich wirklich wunderschön ist, weil drei Studenten können sich einloggen und dieses Experiment gemeinsam durchführen. Und hier nähert sich die Spule, der Magneten und was zum Beispiel im realen, in der realen Welt gar nicht sichtbar wäre, wären diese Feldlinien. Das heißt, man kann zusätzlich noch einen Faktor der Mägde Ansin Sin der Simulation hinzufügen. Genau, das heißt, für Lernen und Collaboration eignen sich virtuelle Welten wirklich hervorragend. Und auch für Visualisierungen. Das wäre zum Beispiel die Visualisierung von einem Zukunftsszenario. Also wir haben schon gesehen, wir können sehr leicht alte archäologische Welten simulieren. Wir können aber auch zukünftige Szenarien visualisieren. Hier wäre es zum Beispiel vom Gedankengang her, dass man auch Daten visualisieren kann. Wenn ich zum Beispiel die Pollution Data, die Verschmutzungsdaten, Abgaswerte von Graz habe zum Beispiel, könnte ich Leute oder junge Leute darauf aufmerksam machen, wenn sie jetzt durch die Elisabethstraße gehen, da ist ja so eine Staubwolke, wenn sie durch diese virtuelle Welt gehen, weil die Simulation sagt, okay, hier ist die Pollution Data höher als irgendwo anders in Graz. Beispiel. Das Projekt finde ich auch total nett. Das war eine Kooperation von Open Wonderland, das war die Plattform, mit der wir früher gearbeitet haben, mit dem Boston Children Museum. Das heißt, im Boston Children Museum haben sie eine Nachbildung von einem alten japanischen Haus. Also das japanische Haus steht in Boston und das kann man aber weltweit besuchen, indem man diese virtuelle Welt besucht quasi. Da können sich dann zwei, drei Kinder einloggen und dann einfach weltweit zusammen dieses alte japanische Haus anschauen. Das ist eigentlich auch total nett vom Educational Faktor, dass man das dann zusammen anschauen kann. Ein Projekt von einer Masterstudentin von mir war beispielsweise auch der Versuch, wie man durch exploratives Lernen zum Beispiel Konzepte im Bereich Ägyptologie vermitteln kann. In dieser Welt hat man verschiedene Rollen, also wir sehen da mit das Beispiel, man hat in dieser Welt verschiedene Rollen. Und man kann entweder ist der Student ein Abenteurer oder ein Wissenschaftler, also wieder dieser spielerische Rollenspielansatz. Und jede von diesen Rollen kann nur spezielle Informationen auffinden. Das heißt, dann suchen sie in dieser Welt, zum Beispiel in dieser labyrinthartigen Pyramide, suchen sie verschiedene Informationsstücke und versuchen dann in diesem kollaborativen Ansatz am Schluss alle Informationen wieder zusammenzutragen. Das heißt, in dem Fall würden Lisa und John wirklich wieder versuchen, zusammen die Lösung vom Mythos von Osiris aufzudecken und wirklich zusammen auf eine Lösung zu kommen. Das ist wieder eine Mischung aus zwei pädagogischen Ansätzen, und zwar auf der einen Seite dieser explorative Ansatz, dass man einfach die Freiheit in so einer virtuellen Welt hat, dass man sich verschiedene Sachen anschauen kann. Und auf der anderen Seite die Idee, dass man das zusammen mit anderen Studenten diskutiert. Genau, und das wäre jetzt auch diese virtuelle Welt für Physik lernen, noch einmal, wo es einfach verschiedene Teile gäbe, die Studenten zusammen durchführen können. Das heißt, es gibt verschiedene Stationen, wo sie die Lehrkonzepte lernen können. Das Schöne, was ich immer versuche, also auch in der Kooperation mit Göttingen, was ich immer vermitteln versuche, 3D-Development ist noch Rocket Science. Das heißt so viel, auch ohne großartigen technologischen 3D-Development-Background kann man 3D-Welten entwickeln und gestalten. Und das ist eigentlich auch ein paar Projekte, die jetzt hier gezeigt haben, waren Projekte von Studenten, die einfach wenig technologischen Hintergrund hatten, also eigentlich noch nie mit 3D-Programmen gearbeitet haben und die auch keine Programmierkenntnisse haben teilweise. Das heißt, das sind alles Projekte, wo man sagen kann, auch diese Sonnenuhr und die Darstellung von einem alten Projekt, das kann man sehr leicht vermitteln, die Grundlagen, wie man solche Sachen erstellen kann. Das ist für mich eine der Hauptmessages, die ich geben möchte. Kann man beispielsweise durch 3D-Scans machen oder einfach durch eine Reihe von Fotos, die man von einem Objekt macht und dann so ein Gesamtbild zusammenfügt. Und damit kann man schon eigentlich wunderschöne Welten gestalten.
Engine verwenden wir immer Unity. Unity ist eigentlich eine relativ gute 3D-Game-Engine, die auch für gerade am Anfang eine relativ hohen Lernerfolg erzeugt. Das heißt, man lernt sehr schnell damit und man kann sehr viel ohne wirklich großartige Programmierkenntnisse haben zu müssen, beispielsweise. Und Vorteil von Unity, ich kann sofort auf verschiedene Plattformen deployen. Das heißt, ich kann sowohl im Web mit WebGL alles laden, ich kann auch das gleiche am Android-Device oder auch auf der Xbox etc. laden. Ja, das war mal ein grober Überblick. Also ich hoffe, ich habe ein paar Ideen für die Lunch-Diskussion gegeben. Und danke auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit.